Anleitung für ein authentisches Katzenvideo oder drei Schritte für ein erfolgreiches und authentisches Katzenvideo. Hallo liebe YouTube-Gucker, ich möchte nochmal auf etwas zurückkommen. Dieses Mal gab es keinen Jahresrückblick oder ähnliches auf meinem Kanal, da 2015 wirklich wenig auf meinem Kanal passiert ist. Meine Hauptbeschäftigung bestand aus Arbeiten. Ich habe noch ein paar andere Sachen am Laufen, die allerdings nichts mit diesem YouTube-Kanal zu tun haben. Privat ist natürlich auch einiges passiert und ich habe auch viel in meine Ausrüstung investiert. Nun aber schnell zum eigentlichen Thema, auf YouTube haben wir ja keine Zeit. Heute gebe ich euch eine Anleitung, wie ihr ein authentisches und erfolgreiches Katzenvideo für YouTube oder alternativ andere Web-Video-Plattformen, die weniger erfolgreich ist als die von Google aufgekaufte, machen könnt. Oder 4 Schritte für ein authentisches und erfolgreiches Katzenvideo. Schritt 1. Zunächst einmal benötigt ihr eine Katze oder wahlweise einen Kater. Bevorzugt ein eigenes Tier oder eines aus dem Bekanntenkreis. Weniger zu empfehlen wären Katzenartige wie Tiger, Löwen oder Luchse. Die können süß aussehen, sind für Menschen aber lebensgefährlich. Mal ehrlich Leute, ich habe mehr Angst vor Luchsen als vor Wölfen. Wölfe machen mir keine Angst, da dies scheue Tiere sind. Luchse wahrscheinlich auch, aber ihr wisst, was ich meine. Also, ihr braucht eine verrückte Katze, die etwas Lustiges, Verrücktes oder Süßes macht. Hier ein total abgefahrenes Beispiel. Das ist langweilig. Schritt 2. Als Kamera benutzt ihr zum Zwecke der Authentizität euren Taschenrechner. Falls ihr keinen alten Taschenrechner aus der Schulzeit habt, macht es auch ein Nokia aus der ersten Generation mit Videoaufnahmefunktion. Schritt 3. Achtet dabei, kein künstliches Licht zu nutzen. Umso weniger Licht, desto besser. Nutzt das Available Light, also das natürlich vorkommende Licht in eurer Wohnung, damit das Video realistisch wirkt. Schritt 4. Um dem Ganzen die nötige Realness zu geben, filmt ausschließlich im Hochformat. Nimmt den Taschenrechner niemals quer. Wie sieht das denn aus? Immer schön dran denken. Hochformat. Und zu guter Letzt Schritt 5. Ladet das Video ungeschnitten und ohne Hintergrundmusik auf YouTube hoch und die Klicks sind euch gesichert. So, wenn ihr die Tipps hilfreich fandet oder ein professionelles Katzenvideo mit mir drehen wollt, dann gebt diesem Video einen Daumen nach oben, teilt es auf allen Plattformen wie Facebook und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, bevor es jemand anderes tut. Ciao!